Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren grunzenstöhnenden Folge von Let's Play Resident Evil Code Veronica X, dem HD Remaster. Beim letzten Mal haben wir uns ja in der Trainingsanlage aufgehalten und dort gab es ja einen Raum, den wir noch entlüften mussten. Und das haben wir zum Ende der Folge noch geschafft. Und nun wollen wir uns die ganze Sache doch mal etwas näher anschauen. Ob wir vielleicht noch den armen Forscher mit seinem zermatschten Kopf retten können und ob sich das Gummiarmwesen dort auch aufhält, wollen wir uns doch mal jetzt angucken. Ich hoffe, wir finden dort ein paar nützliche Items, die uns am Vorankommen behilflich sein werden, denn sonst weiß ich auch nicht, wo es weitergeht. So, erstmal hier wieder alles abpacken. Was haben wir denn hier noch? Ich habe hier noch mehr Pfeile. Die habe ich gar nicht. Gut, dass ich die mitnehme. So. Ja. Was brauche ich denn alles? Ich brauche die blaue Karte. Soll ich die mitnehmen? Brauche ich die noch? Jetzt gerade? Man weiß es nicht, ne? Was ich auf jeden Fall brauche, ist die Karte. Die brauche ich. Das ist hier alles so durcheinander. Das ist hier so überkreuzt. Das macht mich ganz wahnsinnig. Das mag ich nicht. Das macht mich ganz traurig. Ja. Nein. Ja. Den nehmen wir mit für unser Gummiarmwesen. Brauche ich die blaue? Das ist jetzt die Frage. Brauche ich die? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt habe ich keine Waffe mehr. Ja. Wie laufe ich denn jetzt? Habe ich da eben in der Ecke ein Item gesehen oder habe ich gerade Wahnvorstellungen? Oh Gott. Liebe Leute, es tut mir leid, aber das muss ich nochmal abchecken. Nee, das ist nur Grafik, ne? Ja, da ist nichts. Arbeitskleidung, bla bla bla. Gut. Wie laufe ich denn jetzt am dümmsten, um dahin zu kommen, wo ich hin will? Soll ich so laufen? Ich glaube, das ist der beste Weg, ne? Ich weiß es nicht. Da unten sind halt Hunde. Und das mag ich nicht. Wenn ich jetzt da lang laufe. Die sind jetzt schon ganz aufgebracht. Na gut. Wenn es schief läuft, können wir ja neu laden. Fauchi, Fauchi. Ah! Ah, das hat auch ganz gut geklappt. Ja, das war wirklich der beste Weg, den wir machen konnten. So, und jetzt die Karte. Oh. Ach nee, das ging, glaube ich, so, ne? Biohazard-Karte benutzen. Oh mein Gott. Biohazard-Karte wird nicht mehr benötigt. Ablegen. Joa. Würde ich ja mal sagen, ja. Jetzt haben wir hier zwei Türen. Türklinke fehlt. Ich kann sie nicht öffnen. Gut. Dann wollen wir mal reinschauen. Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt sieht alles sauber aus. Sollte ich das gleich in die Hand nehmen? Vielleicht hätte ich auch den Granatwerfer mitnehmen sollen. Damit habe ich echt mehr Munition, ey. Hier. Hey. Sicherheitsschloss aktiv. Bitte Codenummer eingeben. Ja. Wie war die denn? Habe ich die auf... Ich hatte die mir, glaube ich, aufgeschrieben, oder? Weißt du, klug? War das die hier? Probier's mal. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe, das kann man nachgucken. Sonst haben wir ein Problem. Ja. Oh, ein Glück. Okay, sie zählt schon mal auf nichts. Wie wir sehen, der Leichnam ist weg. Oh Gott, da ist Säuremunition. Und wo guckt sie denn da hin? Ja, wo guckt sie hin? Ich hätte doch meinen Granatwerfer mitnehmen sollen. Scheiße. Hier waren vielleicht Versuchsobjekte. Aha, schön.
Wieso habe ich das Gefühl, hier kommt gleich ein Bosskampf? Ich weiß es nicht. Was ist mit ihm da? Nichts Nützliches. Was liegt denn da? Ach. Jii, ein Zappelheinz. Skelettbild mitnehmen? Das kann ich mitnehmen? Ha! Oder? Oh, fuck. Was soll ich tun? Was passiert hier? Er ist schon tot. Ja. Aua. Ich laufe. Tja, wie wir sehen, haben wir jetzt ein Skelettbild. Und was machen wir damit? Ich hätte eine Idee. Oh Gott, da muss ich hier wieder raus. Das möchte ich gar nicht. Oh, ich hänge am Wauz. Ihr seid zu langsam, Wauzis. Ihr seid einfach zu langsam. So, hier hinter kam ich doch gleich in eine Zombie-Meute. Dann will ich mir erstmal ein bisschen Munition. Ein bisschen andere Munition, meine ich. Ein anderes Schusseisen. Ah, aua. Boah. Ja, so fühle ich mich auch. Boah. Blöder Zombie. Los. Ja. Ist er tot? Sehr gut. Ich bin verletzt. Ja, ich muss. Hier wollte ich hin. Weil ich habe eine Idee, wo wir mit dem Gemälde hin könnten. Vielleicht müssen wir dort hinfahren, wo mal diese komischen Gemälde waren. Ich weiß es nicht. Warum grunzen Sie? Ach, was ist denn das jetzt hier? Ach Mann, es ist schon wieder ganz schlecht. Wie beim letzten Mal. Es fängt furchtbar an und es wird auch nicht besser. Es wird einfach nicht mehr besser. Warum ist da eine Speichereinheit? Schauen wir uns das an. Hier ist doch auf jeden Fall was, wo man was hinhängen kann. So. Das machen wir. Oh Gott, das wird alles ganz schrecklich. Yeah, und jetzt? Da hinten sehe ich Munition, glaube ich. Nee, das ist nur ein Kerzenständer. Oh, ich kann was aufmachen. Oh, geil. Noch ein. Ich habe mein Heilspray gar nicht mitgenommen. Ach du Scheiße. Ist das ein Schlüssel, ne? Goldschlüssel nehmen. Sehr schön. Dahinter blinkt doch was. Wie komme ich da ran? Ich würde das gerne einsammeln. Ist hier auch die Schrotmunition. Eine Gedenktafel. Darauf steht etwas geschrieben. Für den Tag der Vollendung dieser Trainingsanlage. 8. Dezember, Alfred Ashford. Komme ich da hin? Ein Diorama. Vermutlich ein Nachbau dieser Anlage. Hier ist eine Höhlung. Ja. Habe ich da nichts für? Ich habe nichts Quadratisches, ne? Scheiße, dann muss ich ja hier nochmal hinlatschen. Wenn ich doch bloß ein Farbband hätte. Ja, Claire. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Ja, jetzt sieht man da auch das Skelettbild drauf. Jetzt wissen wir, wofür das da war. Jetzt müssen wir wieder raus und den Zombie über den Haufen schießen, der mich gebissen hat. Die blöde Sau. Ja, komm, halt die Schnauze. Leg dich hin. Oder auch nicht. Steh einfach wieder auf. Jetzt leg dich hin. Jetzt verreck doch endlich. Arschgesicht. Bumm. Ja. Halt den Rand, leg dich hin. Und jetzt muss ich jetzt hinlaufen.
Ich glaube, hier kam ich wieder raus, ne? Gott, ich weiß es alles nicht mehr. Ja, genau. Bin ich wieder hier? Komm her. Ich habe hier auch nichts übersehen, dass ich noch was einsammeln kann oder so. Batterie fehlt. Na, großartig. Was muss ich denn hier noch alles machen? Es wird repariert. Ich kann es so nicht fahren. Ja, vor allem ist es ein Auto, Alter. Es. Gut, ist irgendwie richtig, aber auch eigentlich falsch. Grammatikalisch. So, jetzt orientieren wir uns nach rechts wieder. Also nicht politisch, aber hier. Denn der Goldschlüssel kann eigentlich nur eins bedeuten. Und zwar, dass wir uns wieder verpieseln. Der Fahrstuhl ist im unteren Geschoss. Ich kann ihn nicht nutzen. Schade. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, ob man damit interagieren kann. Aber kann man nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Hier kommt gleich wieder Langarm. Clown, sie so. So viele Wege. So viele Möglichkeiten. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. So. Prüf den mal eben. Ein Schlüssel aus purem Gold. Das Emblem der Ashford Family ist eingraviert. Moment. Mir fällt was ein. Ja, ich glaube, wir sind hier sogar richtig. Es gab doch hier eine Tür mit einem Goldschlüssel. Aber war das die einzige oder gab es da noch mehr? Grunzi. Ich nenne ihn Grunzi, den stöhnenden Zombie. Ich möchte ablegen. Das zur Säure. Emblemkarte. Wo braucht man die denn noch? Brauche ich die jetzt überhaupt gerade? Wahrscheinlich nicht. Das Gefühl, ich habe viel zu wenig Munition. Und viel zu wenig. Na gut, Heil-Items habe ich ja eigentlich. Aber rote Kräuter gibt es ja auch nicht gerade viele. Alter, ich habe 2 Erste-Hilfe-Sprays und 6 grüne Kräuter. Alter, das ist doch gar nichts. Ach du Scheiße, wie soll denn das bloß enden? Ich habe Angst. Ich glaube, ich möchte nochmal abspeichern. Einfach so. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Das war erfolgreich. Das ist auch das Einzige, was hier gerade erfolgreich ist. Jetzt hänge ich fest. Okay, also. Hier oben die Tür war doch schon offen, ne? Die hier? Die da? Ja. Es tut mir leid, jetzt müssen wir uns das angucken. Aber das musste ich einmal herausfinden. Ach, das war der Raum. Ja, stimmt, den gab es ja auch noch. Gut, hier unten gab es eine Riesentür. Jetzt steht er da direkt vor. Komm, mach mal einen Weg frei da jetzt. Genau, komm. Laufen ein bisschen schneller. Ich habe auch eine Ewigkeit. Die Zuschauer möchten unterhalten werden. Wir wissen ja, hier ist eine Tür. Entschuldigen Sie. Sollte ich sie wegballern oder nicht? Baller ihn weg. Ich habe dich angeballert. So, jetzt baller ich dich aber tot. Leg dich hin. Bist du tot? Nein, du stehst wieder auf. Er kriecht! Er ist ein fauler Zombie. Er hat gar keine Lust mehr aufzustehen. Goldschlüssel. Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Wenn man für eine Riesentür
nur einen einzigen Schlüssel braucht, kann das eigentlich nur einen Bosskampf bedeuten. Wir gucken jetzt rein, werden dann wahrscheinlich sterben und dann machen wir es nochmal. Oder aber wir gucken uns einfach lustige Bilder an. Das Porträt eines Mannes, eine Steingutvase, ist auch auf dem Bild. Unter dem Bild ist eine Taste. Die Taste drücken? Nee, wir wissen, das lassen wir erstmal. Wir haben wieder ein Bilderrätsel. Und wir müssen herausfinden, wie wir das lösen können. Gehen wir erstmal hier rauf. Hallöchen, wer sind Sie denn? Nachricht an den neuen Familienvorstand. Sehr geehrter Sir Alfred, ich gratuliere zu Ihrer Rolle als neuem Vorstand der Familie Ashford. Erlauben Sie mir, Ihnen hiermit eine Tonvase zu überreichen, wie es der Tradition der Familie Ashford entspricht. Wie Sie wohl wissen, begann diese Tradition, als ein Butler Ihrer Urahnen Veronica eine goldene Teetasse überreichte. Die Intelligenz und Schönheit dieser Gründerin der Familie Ashford sind ja inzwischen Legende. Der zweite und dritte Familienvorstand Sir Stanley und sein Sohn Thomas bekamen ebenfalls solche Teetassen. Sie hofften, ähnlichen Ruhm zu erlangen wie einst Veronica. Die Stellung des Familienvorstandes ging dann von Sir Thomas auf seinen Zwillingsbruder Sir Arthur über. Danach folgte Sir Edward, ihr Herr Großvater. Diese Epoche war das goldene Zeitalter der Ashfords. Sie haben es allein Sir Edward zu verdanken, dass sie heute das gewaltige Chemieunternehmen Umbrella übernehmen können. Doch als Sir Edward starb und ihr Vater Sir Alexander seine Nachfolge antrat, begann der Stern der ruhmreichen Familie Ashford langsam zu sinken. Es ist meine ehrliche Hoffnung, dass die Familie Ashford unter ihrer Führung wieder an ihre ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen wird, so wie diese Vase ewig Bestand haben soll. Scott Harmon, Butler der Familie Ashford. Das war schön. Es ist völlig kaputt. Was? Was kaputt? Ich sehe ja nicht mal was. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Ein weißer Kerzenständer. Auf dem Ständer steht etwas geschrieben. Andenken an den Antritt von Alexander Ashford. Moment, jetzt habe ich eine Idee. Denn es ging mit einer wunderschönen Frau, die eine Teetasse hält, genau. Nein, jetzt müssten wir uns den Text merken. Oh. Er ist der Butler, ne? Oder? Was ist er? Das Bild eines Mannes. Auf dem Bild ist auch ein Kerzenständer. Oder dem Bild ist eine Tasse. Ein Mann im mittleren Alter, er hat rothaarige Zwillinge in seinem Arm. Auf dem Tisch steht ein Teeservice. Müssen wir uns diesen ganzen Zettel nochmal durchlesen. Ein rothaariger Mann, auch ein Steingutteller ist abgebildet. Oder dem Bild ist eine Tasse. Ja. Müssen wir die in der richtigen Reihenfolge zusammenkriegen. Okay, warte. Wartet, Leute, es wird wieder Zeit zu schreiben. Datei. Wo ist die bloß? Nein. So, wir haben es. So, jetzt geht's los. Also, jetzt müssen wir mal eben schreiben. Habe ich denn überhaupt was zu schreiben? Bin ich denn soweit vorbereitet? So. Ich hoffe, der schreibt auch. So. Natürlich schreibt es nicht. Wo ist denn mein anderer Stift? Oh, es tut mir leid, Leute. Wo ist denn mein anderer Stift jetzt hin? Ach, ich weiß wo. Einen Moment. Ich werde kurz das Bild verlassen. Da bin ich mit meinen Kabeln überall hängen geblieben. Och, jetzt habe ich alles verloren. Oh, es tut mir leid, liebe Leute. Das muss sein. So. Nun aber, jetzt geht's los. Also, oh, bleib in Position, Kugelschreiber. So. Erlauben Sie mir Tonvase. Hiermit eine Tonvase zu überreichen. Ja, das ist der letzte. Das ist jetzt unwichtig. Tonvase am Schluss. Schreibe ich jetzt einfach mal. So. Mein Controller ist aus. Ach, das ist der falsche. Ach, scheiße. Ach, liebe Leute. Jetzt ist alles vorbei. So. Geht das noch? So. Als ein Butler ihrer Urahnen eine goldene Teetasse überreichte. Butler
weiß nicht, ob das eine da der Butler ist mit dem Kerzenständer. Der sieht halt so butlerisch aus mit seinem komischen Handschuhen. Ein Butler gibt an, ich schreibe einfach Frau. Frau mit Teetasse. Frau Teetasse. So. Bla bla bla. Der zweite und dritte Familienvorstand Sir Stanley und sein Sohn. Wir haben ebenfalls solche Teetassen. Zweiter, dritter Stanley. Jetzt habe ich hier Müll. Jetzt schreibe ich hier doch den Namen. Stanley Thomas Tasse. So. Okay. Weiter. Die Stellung des Familienvorstands ging dann auf Sir Thomas. Von Sir Thomas. Ah ja, genau. Auf seinen Zwillingsbruder Sir Arthur über. Ja. Danach folgte Sir Edward. Sir Arthur. Sir Edward. Goldene Zeitalter. Und ihr Vater Alexander seinen Nachfolger antrat, begann der Stern. Hä? Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Sir Arthur, Sir Edward starb, Sir Alexander. Wie soll ich das denn auseinanderhalten? Wie soll ich denn wissen, wer da was ist? Ich glaube, ich habe gerade einen Denkfehler. Ich weiß, wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich das denn rauskriegen? Gibt es hier noch irgendwas zum Lesen? Butler. Wenn ich jetzt sage, das ist der Butler. Ich sage jetzt mal, drück da jetzt drauf. So. Und jetzt drücke ich hier sie. Weil sie hat eine Tasse. So. Zweiter und dritter. Stanley Thomas Tasse. Toteige Zwillinge im Arm. Und jetzt? Das Porträt eines Mannes. Eine Steingutvase ist auch auf dem Bild. Wenn der eine Steingutvase hat, ist das denn Sir Alexander? Kann das sein? Der eine Tee. Tasse hält. Ich habe keine Ahnung. Steinteller. Ist bestimmt falsch. Und jetzt? Jetzt muss ich jetzt was drücken. Wahrscheinlich hier oben, ne? Folge der Geschichte der Ashford-Familie. So erscheint das wahre Oberhaupt. Unter dem Bild ist eine Taste. Taste drücken. Oh Gott. Jetzt. Er macht Hut. Also was falsch. Gut. Ja. War es verkehrt. Ich sage trotzdem, dass das der Butler ist, weil der hat halt Handschuhe an. Und dann wäre das mit dem angefangen und der gibt der eine Tasse. Dann kriegen die doch... Ist dann er der Nächste? Sir Stanley, Sir Thomas. Das waren doch aber die Zwillinge, oder nicht? Müsste denn nicht das davor kommen? Oder wie? Ich check das nicht. Der hat auch eine Tasse gekriegt. Der ist rothaarig.
So wie die Zwillinge, die sind ja auch rothaarig. Und die haben ein Teeservice. Weiß es nicht. Wo steht denn da was, dass der andere da so einen dummen Teller hat? Da stand doch nichts von. Ich hab keine Ahnung. Ich muss das gleich nochmal durchlesen. Erstmal probiere ich das so aus. Teller vor Vase. Keine Ahnung. Ja. Das war auch verkehrt. Lass mal durchlesen. Datei. Nur noch mal lesen. Also. Gratuliere. Erlauben Sie mir, Ihnen Tonvase zu überreichen. Tonvase. Genau. Das ist aber das Ende. Das ist das Letzte. Da diese Tradition als Butler ihrer Urahnen überreichte. Intelligenz und Schönheit, genau. Da ist ja die Frau da. So, der zweite und dritte Familienvorstand, Sir Stanley und sein Sohn Thomas, bekamen ebenfalls solche Teetassen. Das heißt, da ist der eine ja schon mal raus, weil der einen Teller hat. Nur die Stellung ging dann Arthur über. Genau, Thomas. Der inzwischen Legende, genau. Zweite und dritte ging an Stanley und Sir Thomas. Das heißt, ich muss jetzt die beiden finden, die so eine Teetassen haben, oder wie? Vielleicht muss ich erst den einen machen und dann den anderen. Dass Thomas sozusagen der ist. Was sein Zwillingsbruder Sir Arthur über. Danach folgt ihr Sir Edward über Herr Großvater. Goldene Zeitalter des Ashfords. Ich habe keine Ahnung. Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Das ist der Butler, oder nicht? Ist das der Butler? Eine schöne Taste drücken. Der hat nur einen Teller. Der kann schon mal raus, weil der hat kein Dingsens. Der hat eine Steingutvase. Dann kann der das ja auch nicht sein. Ein rothaariger Mann, der eine Teetasse hält. Mann mittleren Alter. Er hat rothaarige Zwillinge in seinem Arm. Steht Teeservice. Rothaariger Mann, Steingutteller. Oder ist er der, den keiner mag? Ist er so ein bisschen scheiße? Ich weiß es nicht. Mal jetzt mal so rum. Ja, Mann, mit der Text. Ich weiß es nicht. Liebe Leute, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das interpretieren soll. Ich checke es nicht. Ich werde noch ein bisschen rumrätseln, aber falls ich es überhaupt nicht checke, gucke ich gleich erstmal nach. Ich verstehe, ist er denn jetzt nicht? Es ist ja auch nicht, man sagt ja bei dem schon mal nicht, dass er rothaarig ist. Es ist kein rothaariger Mann. Das heißt schon mal, und da er einen Kerzenständer hat und Handschuhe anhat, so sieht es zumindest aus, sieht er aus wie ein Butler. Ich würde sagen, mit ihm fängt es an. Und das ist die Frau. Mit der geht es ja weiter. Und dann? Die haben ein Teeservice. Und die haben... Wo kommt denn die Steingutvase zum am Dingsen? Die Steingutvase muss doch denn sein, das muss doch der Vater sein, wenn der Sohn die dann übernimmt. Teetasse hält. Ja.
Wenn jetzt das, dann das. Aber da kamen ja die beiden Brüder. Aber die haben ja auch was danach gesagt von Zwillings. So, er ist der. Glanzvoll. Dann wäre er so. Er sieht halt so aus, als wenn er so der. Der hat halt so ein dummes Bild. Aber ich glaube, das habe ich schon. In der Reihenfolge habe ich es doch schon gedrückt, oder? Ist ja Quatsch. Check ich nicht. Check das wirklich nicht, weil ich nicht weiß, welche Reihenfolge jetzt die da beide am Ende sein sollen. Weil ich sag mal, der mit der Steingutvase ist doch der letzte, oder? Oder habe ich einen Denkfehler und er ist halt irgendwie ist das Bild eines Mannes. Wunderschöne Frau. Und das muss ja die sein, die ja gleich am Anfang war. Rothaariger Mann. Ein Steingutteller ist abgebildet. Nein. Mittlerer Mann. Rothaarige Zwillinge. Das sind Zwillinge in seinem Arm. Rothaariger Mann hält eine Teetasse. Ein Bild ist eine Tasse. Dreh eines Mannes. Steingutvase. Nein, das wollte ich ja nur überhaupt nicht drücken. Aber zurücksetzen. Ja, ich weiß. Dass man das alles tausendmal drücken muss hier. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfragt, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn die Frau, wenn als erstes der Butler kommt und dann Veronika. Zweiter, dritter Familienvorstand, Sir Stanley und sein Sohn Thomas bekamen ebenfalls solche Teetassen. Wäre das doch das Service, oder nicht? Zweite und dritte. Aber die müssen ja auch erstmal erwachsen werden. Muss dann vielleicht erst der und dann der andere? Oder muss dann erst der da... Stanley und sein Sohn Thomas. Okay, sein Sohn Thomas bekam ebenfalls solche Teetassen. Also. So. Ging dann von Sir Thomas auf seinen Zwillingsbruder über. Sein Zwillingsbruder. Sind denn da zwei zwischen, die ähnlich aussehen? Edward, ihr Großvater. Ne, ich glaube, ich... Also, sorry, aber ich werde es noch einmal probieren. Und wenn es dann nicht geht, gucke ich es nach, damit wir das hier schnell vorankriegen. Weil ich glaube, ich sitze jetzt schon bald viel zu lange an diesem Rätsel und ich check's gerade echt nicht. Wir haben hier zwei. Ist das denn sein Zwillingsbruder? Ich meine, sie sehen relativ ähnlich aus. Dann würde das so gehen. So gehen. So gehen. Und so gehen. Weil ich das nicht auch schon ausprobiert habe. Ja, komm. Ist jetzt egal. So. Das gucken wir jetzt nach. Resident Evil. Code Veronica. Nein, jetzt kann ich es nicht schreiben. Ashford. Legacy Puzzle, da haben wir es doch. Bitte, bitte aktivieren Sie es. Ich wähle es halt auch aus. So. Da haben wir es hier. So.
Okay, Woman with T-Set. Okay, dann ist das doch kein Butler. Man with Twins. Okay, da habe ich wohl einen völlig verkehrten Denkansatz gehabt. Moment, ich muss sie wieder zurücksetzen. Also hätte ich doch mit der Frau anfangen müssen. Ja gut, ich habe gedacht, das ist doch der... Naja. Okay, also wir fangen mit der Frau an. Völlig falsch gedacht. Mann mit den Zwillingen. Dann rothaariger Mann mit T-Set. Ist der hier? A red-haired man with plate. Man with vase. Das müsste der sein. With candlestick. Das heißt, der hat gar nichts gekriegt? Naja. Ja gut, wenn man danach geht, macht es schon wieder Sinn, ne? Weil der eine war ja kacke und deswegen kriegt er auch nichts. Wo ist jetzt, was sind jetzt mein, wo ist mein Schalteinheiten? Alter, mein Gott nochmal. So. So ist wieder alles aktiv. Ja, bis auf, dass das Programm rumspackt. Gut. Hervorragend, so mögen wir es. Die Technik versagt, alles versagt hier. Es ist ja richtig traurig. Entschuldigt, liebe Leute. Das ist eine ganz furchtbare Aufnahme hier gerade. So, jetzt aber. Alles läuft, alles ist drin. Und ich habe eine Vase. Und was soll ich damit? Muss ich die irgendwo hinstellen? Prüfen. Zahlreichen Blumenbildern. Na gut. Das lief mehr schlecht als recht. Das erste Mal, dass ich hier ein Rätsel im Internet nachgucken muss. Na gut. Egal. Ach. Wofür ist denn die Vase jetzt gut? Muss ich die jetzt oben in das Haus schleppen? Oder, Moment mal, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich da reingucken. Ha! Ich wusste es. Herausnehmen. Eine Ameisenkönigin-Figur war in der Vase. Ja, und wo soll ich die jetzt schon wieder lassen? Figur mit einem roten Rubin. Wo lasse ich denn das jetzt wieder? Muss ich das vielleicht hier reinstecken? Ich glaube, hier war aber nichts, oder? Da muss ich das für das Geplimmel reinmachen? Sonst ist hier auch nichts. Ach doch, ich weiß. Ja, natürlich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Doch. Wir müssen hoch ins Haus. Da war doch dieses eine Teil, da konnte man doch was einsetzen. Das, da passt das doch genau rein. Also hin da. Wege sind jetzt wieder irgendwelche Gummiaffen da. Dann bin ich aber wütend. Hier richtig? Ja. Oben gab es ja da bei diesem Geschwisterraum gab es ja diesen wunderbaren Kasten, da konnte man doch was einsetzen. Ich glaube, da muss das Ding rein. Bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber relativ sicher. Und wehe, hier sind jetzt Gegner. Da rechne ich nämlich jetzt nicht mit. Und wenn ich mit etwas nicht rechne, dann möchte ich auch nicht von irgendwas überrascht werden. Jetzt kommen wieder die Fledermäuse, die einen so nerven. Oh Mann, ey.
Ja, oh, was, wie kann man sich so einen Scheiß ausdenken? Ja, Alter, die machen zwar kaum Schaden wahrscheinlich, aber die nerven einfach nur. Ja, Alter, wie der sich da ranzieht, das ist ja richtig affig. Wusste ich's doch. Oh, da ist noch einer. Schieße mal. Man weiß immer, dass man richtig ist, wenn man irgendwo hinkommt, wo vorher keine Gegner waren. Zielt sie jetzt auf ihn? Warum zielt sie denn jetzt nicht auf ihn? Ich möchte ihn gerne von seinem Leid erlösen. Blödes Spiel. Ohne dass der mich jetzt noch angeht. Ich will hier nämlich erstmal rein. Rennt der einfach weg, Alter. Das gibt's doch nicht. Hier war doch was. Benutze. Das war sogar korrekt. Eine Spieluhrenplatte. Spieluhrenplatte nehmen. Kann man hier durch? Nee. Das sah gut aus. Ich glaube, das war richtig. Muss man eben durchladen. Da geht sie dahin, die Munition. Muss man auch alle wegbumsen hier. Bin bereit, Zombie, komm her. Bin bereit. Bereit, die Rübe dir wegzuballern. Mit dir. Er blutet, also ist er tot. Endlich ist hier Ruhe. Spur ist abgeschlossen. Muss ich jetzt echt beides haben. Da, Leute, jetzt sagt mir nicht, das war jetzt hier völlig umsonst. Das ist nicht möglich. Ja, wunderbar. War es zugemauert? Geil. Okay. Wir können... Ich sehe gerade ein Kraut. Das nehme ich mit. Es hat sich in der Dunkelheit versteckt. Ja, auf. Das heißt, ich komme da jetzt nicht ran. Das heißt, ich bin jetzt hier hingelaufen für gar nichts. Habe ich das richtig verstanden? Ich hätte, wenn ich wahrscheinlich den blauen gehabt hätte... Hätte ich hier hingehen können. Den habe ich aber nicht. Genau. Da muss das Ding rein. Das heißt, ich bin hier jetzt hingerannt für nichts. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt habe ich überhaupt keinen Plan mehr. Okay. Jetzt wird es so richtig planlos. Wo könnte man denn jetzt noch hinlatschen? Ja, jetzt kommen die Fledermäuse wieder. Ah!
Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du stirbst wegen denen. Wenn die einem so viel Schaden machen, dass man von denen stirbt. Diese beschissene Platte. Ich kann damit nichts anfangen. Renn jetzt zurück. Ich habe ja auch noch dieses eine Emblem da, dieses komische. Wo kann ich das denn noch einsetzen? Habe ich denn noch irgendwo eine Funktion für das Teil? Was passiert hier? Warum geht sie allein? Ja, okay, spielt sie alleine. Okay, jetzt geht's ab. Das war ja wild. Das war ein bisschen gruselig. Läuft sie einfach alleine weiter. Okay, die Frau Redfield hat sich wieder beruhigt. Möchte doch nicht mehr weiterlaufen. Ja, wir können eigentlich jetzt nur noch. Können uns jetzt eigentlich nur noch mal das Boot da angucken. Können aber auch einfach mal sagen, was haben wir denn hier überhaupt noch alles? Wir haben auch noch diesen Heeresausweis. Wo kommt der denn rein? Ein Bild eines Jeeps ist eingraviert. Moment. Jetzt sag nicht, das kommt da bei dieser Anlage rein. Bei der Trainingsanlage, da das Modell. Boah. Jetzt ernsthaft, muss ich jetzt dahin latschen? Ist das der Weg? Ist das der Weg zum Gehen? Warte, ich hab schon wieder kaum Energie. Ah, ich bin sowas von traurig gerade. Ich irre hier durch die Gegend, verliere nur Energie, sammle Sachen ein, die ich nicht brauche und komme nicht weiter. Mist. Na gut, dann laufen wir halt da nochmal wieder hin. Vielleicht brauche ich das Ding ja da wirklich. Ah, hi, Schnauze. Da wolltest du die Tür nicht aufmachen. Ich war doch hier richtig, ne? Oh, bitte, das sagt mir, dass ich hier richtig war. War das hier der Raum mit dem Bild? Nö. Nee. Das war hier nicht. Da weiß ich nicht. Aber es ist ja, wenn da das Bild eines Jeeps ist. Es gibt da ja nur einen Jeep. Muss ich denn da was machen? Wir haben doch da einen Jeep. Ich guck mir den mal genauer an. Hier, das Ding. Kann ihn so nicht fahren. Nö. Dann weiß ich auch nicht, wofür das Ding gut war. Wenn ich ganz ehrlich bin.
Das Bild eines Jeeps ist eingraviert. Kann man das auch anzoomen? Oh, tatsächlich. Special Army. Bla 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 bla. Ja, weiß ich auch nicht. Ach, das ist ja... Schrott versperrt mit Batterieschacht. Eine Hebebühne, Batterie fehlt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Bin ich ganz ehrlich. Da ist ja auch ein Panzer. Ich weiß, ich kann mich, glaube ich, noch dunkel daran erinnern, dass man dieses Modell, muss man einen Panzer, glaube ich, einsetzen. Ein Panzerding. Aber was ich jetzt, ich muss noch mal zu dem U-Boot gehen. Ich weiß nicht weiter, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht weiter. Ich werde noch mal das U-Boot betreten und dann dahin fahren und mich da noch mal umsehen, was es da so gibt. Weil sonst habe ich keinen Plan, was ich noch so machen kann. Wahrscheinlich laufe ich jetzt dahin, vergesse irgendwas und komme dann wieder nicht weiter. Hinab die Leiter. Hier ist ein Hebel. Nein, noch nicht. Will mich hier nochmal umgucken. Hier gibt es gar nichts. Ja, dann rüber da. Ein Heeresausweis. Ja, auch noch das tolle Flugzeug, was wir irgendwie in Gang setzen sollen. Ja, an die Stelle kann ich mich noch erinnern. Hier sind immer ein Gummiarmmänner drin. Ich hoffe nicht jetzt. Gut. Ich baller die jetzt weg. Das ist mir jetzt scheißegal. Mal nicht so schnell hier, ja? Immer schön langsam bleiben. Steht der schon wieder auf? Oh! Der hat mir wieder gar keinen Bock. So, hier haben wir nämlich noch eine Tür. Die haben wir nämlich noch gar nicht begutachtet. Vielleicht bringt uns das ja was. Das Gerät leitet Strom zum Bordlift. Den Schalter betätigen. Ach, guck mal da. Kontrolltafel für den Lift. Den Schalter betätigen. Geht wahrscheinlich nicht. Weil was fehlt. Genau. Und zwar das Ding hier. Toll. Gut, das hat uns jetzt natürlich durchaus was gebracht. Jetzt sind wir das Ding ja nicht los. Dann haben wir auch nicht weiter, weil wir einfach immer auch nicht weiter sind. Gut, jetzt wissen wir wenigstens, wo diese Dinger hinkommen. Oh Gott, ey. Ich habe ja auch noch immer dieses eine Emblem. Wo muss ich das denn noch einsetzen? Ist ja wohl, wollt ihr mich wohl verarschen jetzt hier oder was?
Warum schießt sie denn jetzt daneben? Gute Frau. Toll, jetzt habe ich noch einen Schuss. Das jetzt nötig? Schlüssel steht K402, was auch immer das immer heißt mag. Hier gibt's doch auch nichts. Steuerhebel fehlt. Voll. Ich habe Munition verballert. Für nichts gerade. Bin immer noch nicht weiter. Ich habe noch ein Emblem, das weiß ich. Und ich weiß nicht, wo ich das reinsetzen kann. Zum Einsammeln. Gut. Das hilft mir auch nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Hier kann ich nichts nachgucken. Ich habe kaum noch Heil-Items. Ich habe keine Schuss mehr. Also eigentlich kann man grob kann man sagen, es läuft eigentlich ganz hervorragend für uns. Wenn unser Ziel ist, dass wir relativ zügig sterben, läuft es eigentlich ganz prima. Wenn es das Ziel ist, dass wir das Spiel durchspielen, würde ich sagen, läuft die ganze Sache eher suboptimal gerade. Ich werde jetzt nochmal in meine Truhe gucken. Ich werde jetzt genau gucken, was ich da noch alles für Scheiß drin habe. Ich werde alle Items mitnehmen, die in irgendeiner Weise einzusetzen sind. Aber anderes weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Liebe Leute, ich hoffe ja wirklich sehr, dass ihr aus diesem wirren Herumgerenne irgendeine Art von Unterhaltung ziehen könnt. Und wenn ihr nur euch daran erheitert, wie unfassbar traurig ich gerade bin, weil ich nicht vorwärts komme. Okay, wir gucken uns jetzt mal in der Truhe an, was wir haben. Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Aber was? Und wo? Und warum? Überhaupt. Das Ding, glaube ich, können wir erstmal ruhigen Gewissens wegpacken. Dann haben wir hier eine Emblemkarte, haben wir noch. Da haben wir ein Adlerschild. Und noch ein grünes Kraut, was wir wegpacken. Toll, da ist noch ein Marineausweis. Okay, also haben wir schon zwei von den Dingern. Also fehlt uns eigentlich nur eins. Okay. Gut zu wissen. Das ist gut. Das heißt, wir müssen jetzt herauskriegen, wie wir A, entweder diesen blöden blauen Ausweis verwenden oder wie wir dieses blöde Emblem loswerden und wo. Da beides, was blau ist, eigentlich für die Trainingsanlage ist,
Oder gibt es noch irgendwo was anderes, wo man das einsetzen kann? Vielleicht ganz am Anfang. Da noch? Da ist da aber nichts mehr, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da noch irgendwas war. Nein, das will ich nicht. Ein Granatwerfer mit, was soll ich mit der Pfeile jetzt? Bringt mir eh nichts. Ja, es bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als uns dann mal in der Trainingsanlage umzugucken. In der Hoffnung, dass wir da irgendwas finden, wo wir diese Sachen einsetzen können. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Blaue Emblemkarte. Wir sind erst beim Flugzeug gewesen, da ist nichts. Wir gehen jetzt nochmal hier hin und hoffen, dass wir da was finden. Weil wenn da nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Mach auf die Tür. Aber wir haben doch eine Karte, kann man da was nachgucken? Ist ja nicht wie bei Silent Hill, dass hier was... Okay, da ist der, da kommen wir nicht hin. Da ist noch eine verschlossene Tür. Ne, wo bin ich denn jetzt? Da. Das ist Untergeschoss. Achso, ja, da kommt man mit der Leiter runter. Und die Leiter ist da oben. Hä? Da komme ich aber gar nicht hin, oder? Aber das ist doch die Treppe nach oben. Nee, ist das nicht die Treppe nach oben? Warte mal. Doch, wenn ich jetzt rausgehe, das ist doch der Platz mit den Hunden. Ne? Genau. Da kann ich dann einmal rum, da ist die Treppe. Aber da links, da geht die Leiter runter für das andere. Das bringt mir aber gar nichts. Wenn ich da oben bin, komme ich da hin. Da ist eine verschlossene Tür. Und die verschlossene Tür ist da bei den Dingsens. Wie komme ich denn da jetzt am dümmsten hin? Da komme ich da nicht rüber. Da ist auch noch eine verschlossene Tür. Da komme ich aber auch wieder nicht hin, ne? Da ist der Safe Room. Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe keinen Plan. Kein Plan. Absolut nicht. Es geht hier wirklich lang. Es geht hier halt wirklich lang und ich habe es nicht gesehen. Och Leute, es tut mir leid. Wird nicht mehr benötigt. Die Sicherung für den Ventilator. Die steht zurzeit auf 1. Da, da. Ja gut, jetzt sind wir das Ding los, aber jetzt sind wir ja auch nicht weiter. Da sind wir ja immer noch nicht klüger. Oder was? Was ist das für ein Quatsch? Ich verstehe das alles nicht. Das ist jetzt so eine Art Shortcut, kann man sagen. Ja, aber mehr bringt es mir ja auch nicht. Oder wie? Da geht's auch nicht lang.
Hier gab es ja auch nichts mehr, oder? Wieso lebt denn da noch was? Sehr stark beschädigt. Die Viren sind vermutlich hier ausgetreten. Muss ich jetzt das nochmal entdödeln, oder? Weil da liegt ja auch noch Munition. Ich würde ja hier auch gerne mal reinkommen. Wie habe ich das denn beim letzten Mal gemacht? Und warum ist da eigentlich schon wieder Gegner? Die habe ich doch weggeballert. Warum sind die da? Oder habe ich hier falsche Erinnerungen? Die habe ich doch beide weggeballert. Was ist denn das schon wieder für eine dumme Kacke? Boah. Was ist das denn hier? Wie kann man das denn runterfahren lassen? Jetzt bin ich doch da oben. Da, wo ich auch nicht langkomme. Genau. Kann ich nicht hinuntersteigen? Da komme ich nicht hin. Deswegen brauche ich hier eine Batterie, damit ich das auch hochfahren kann. Das heißt, hier komme ich auch nicht lang. Hier, das ist doch eigentlich nur die Abkürzung nach da, ne? Da ist nichts mehr. Tür ist verschlossen, kann ich nicht öffnen. Ja, liebe Leute. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt hier eine Speicherung einlegen, wenn ich das noch hinbekomme. So. Und werde jetzt hier erstmal einen Cut machen, denn ich habe keinen Plan mehr. Entweder muss ich mich einfach nochmal mental in Ruhe sammeln. Vielleicht laufe ich das gleich eben einmal off-camera ab und gucke, wo ich jetzt weiterkomme. Aber so gerade in diesem Moment würde ich sagen, macht das hier in der Folge keinen Sinn mehr, weil ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wenn gar alle Stricke reißen, schaue ich einmal kurz in der Komplettlösung nach. Aber jetzt hier, das bringt mir jetzt nichts mehr. Das bringt uns alle nichts. Das unterhält auch irgendwann nicht mehr. Gut, also beim nächsten Mal in alter Frische und mit neuer Motivation geht's dann weiter bei Let's Play Resident Evil X, Code Veronica X, so rum war's. Und dann werden wir auch weiterkommen, da bin ich mir sicher. Also, habt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.